Und bei uns im Studio begrüßen wir jetzt Henrik M. Broder, Kolumnist hier bei uns bei der Welt. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Schönen guten Abend. Letzte Woche war ich noch Kommunist, das hat mir auch gut gefallen. Ja, das war ein freudscher Versprecher der Kollegin. Haben wir heute schon mal besser gemacht, das ist doch schon mal was. Aber Kommunist ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wenn wir schauen auf das, was wir gestern Abend gesehen haben in Neuruppin, da haben wir auf der einen Seite Linke, die äußerste Linke und die äußerste Rechte, die zusammen protestieren Seite an Seite gegen Olaf Scholz, gegen die Bundesregierung. Was sagt das aus über die aktuelle Situation, vielleicht auch ein Stück weit über die Sorgen der Menschen im Land? Nun ja, es gibt diese berühmte Hufeisentheorie, dass sich die Extreme dann irgendwann wieder berühren. Die ist sehr beliebt, darüber sind schon zahlreiche Diplom- und Doktorarbeiten geschrieben worden. Aber ich halte das eigentlich für irrelevant. Ich habe da gestern Menschen gesehen, die wütend waren, die empört waren und sich Luft verschafft haben. Und ich finde, man kann die jetzt nicht nach links, sondern nach rechts aufteilen, weil darin schon ein Vorwurf liegt, nämlich, dass Frau Nancy Faeser schon vor Wochen artikuliert hat, man soll möglichst vor Beginn einer Demo genau hinschauen, mit wem man demonstriert. Ich gehe selten auf Demos, aber ab und zu schon, wenn auf Arte gerade kein Film läuft, gehe ich auf eine Demo. Oder bei Welt eine gute Doku? Das schaue ich sowieso, aber bei Ihnen kann man ja zeitversetzt gucken, nicht wahr? Wenn Sie die Schleife sind. Nein, und ich habe noch nie jemanden gefragt, was wählst du? Oder vielleicht gibt es Leute, ich bin ja Vegetarier, ich könnte eigentlich mit Fleischfressern nicht auf eine gemeinsame Demo gehen, nicht? Ich möchte auch nicht mit Leuten auf eine Demo gehen, die Tiere quälen oder Frauen schlagen. Aber leider ist das bei Demonstrationen unmöglich. Man kann sich im Gegensatz zum sonstigen Leben bei einer Demo seiner Partner nicht aussuchen. Ich sehe da Leute, die unzufrieden sind und die nicht eine Möglichkeit haben, keine Möglichkeit haben, sich anders zu artikulieren als so. Und dann finde ich das in Ordnung. Ich fand es nicht schön, aber auch in Ordnung, dass Kanzler Scholz ausgepfiffen und ausgebuht wurde. Ich glaube, das nennt man Demokratie. Gestern durften sich diese Menschen artikulieren. Sie durften sogar Fragen stellen an den Bundeskanzler, an Olaf Scholz in Neuruppin. Und wir haben mal eine Frage und die Antwort von Olaf Scholz herausgegriffen und schauen uns das einmal gemeinsam an. Ich ahne was. Wenn die Menschen wieder auf die Straße gehen, werden sie den Schießbefehl erteilen? Wird die Polizei, die jetzt hier steht, gegen die Bevölkerung eingesetzt? Wir haben erlebt, wie haarscharf es hier war. Die Frage ist ernst gemeint. Das ist schön, dass Sie das am Schluss noch mal gesagt haben, weil das mir nicht ganz klar war bei den letzten Bemerkungen, die Sie gemacht haben. Niemand in diesem Land hat vor, dass auf Demonstranten geschossen wird. Und wer solche Schauermärchen verbreitet, ist ein schlimmer Propagandist, wenn ich das einmal ganz deutlich sage. Herr Broder, man kann ja sagen, Herr Scholz wusste nicht, welche Frage kommt und hat er dann im Prinzip recht gelassen geantwortet, oder? Ja, gelassen schon, aber auch etwas unüberlegt. Wissen Sie, er hat ja, ich mache mir Sorgen um Scholz. Er hat ja wirklich keinen guten Lauf letztens. Nicht? Diese Cum-Ex-Geschichte schwebt über ihm. Dann dieser Puncher, den ich nicht so schlimm fand mit Abbas gestern. Jetzt dieses. Ich meine, wie kann ein deutscher Politiker im Jahre 22 sagen, niemand hat vor oder niemand hat die Absicht, auf Menschen zu schießen? Aber er hat ja gerade nicht gesagt, niemand hat die Absicht. Er hat gesagt, niemand hat vor. Ja, gut, das sind Details, wissen Sie. Aber es klingt so, der Originalton hört sich schon nach Walter Ulbricht an. Und ich meine, er spricht im Osten, er müsste wissen, dass die Leute dort ein besseres Erinnerungsvermögen haben als er zumindest und eine solche Formulierung eher vermeiden. Ich nehme es ihm nicht so übel, weil es zeigt einfach, ein spontaner Mensch, er überlegt nicht lange. Und mir ist einer lieber das, was Dummes sagt, als dass er gar nichts sagt. Aber als jemand, als Sozialdemokrat, der wirklich um jede Stimme im Osten kämpfen muss, war das keine Einladung, wirklich. Und ja, ich weiß nicht, irgendwas ist los mit ihm. Vielleicht denkt er sich jeden Abend, mein Gott, worauf habe ich mich eingelassen? So kommt er mir vor. Das müssen sich Politikerinnen und Politiker oder alle, die in der Öffentlichkeit stehen, ja quasi in diesen Zeiten, in denen wir leben, in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten, in denen alle Menschen ein Smartphone haben und jederzeit filmen können, ja eigentlich immer. Müssen wir da alle miteinander ein bisschen verständnisvoller sein, dass manchmal die schlagfertige Reaktion vielleicht nicht kommt oder vielleicht wie gestern nicht im perfekten Ton kommt? Nein, das ist okay. Also man vergibt Politikern in Deutschland ganz viel. Ich meine, wann ist zuletzt ein Politiker zurückgetreten? Das ist doch ein gnädiges Volk von Leuten, die auf Vergebung setzen. Ist ja auch modern geworden seit Corona. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Ja, Spahn sei Dank. Ich verzeihe niemand gar nichts, aber das ist meine persönliche Rechnung. Sie hatten hier einen sehr netten Wissenschaftler vor kurzem, gestern glaube ich. Ich habe mir seinen Namen gemerkt, Werner Patzelt.
Politikwissenschaftler aus Dresden. Und der hat einen sehr klugen Satz gesagt: Die Leute erleben jetzt eine innere Kündigung. Das heißt, Menschen distanzieren sich von dem, was im Lande passiert, von der Regierung, von den Regierungsmaßnahmen, weil sie vieles nicht mehr verstehen. Und das ist wirklich nachvollziehbar. Und deswegen ist es nicht die Frage, was verzeihen wir nicht. Die Frage ist, was liefern die? Und vielen, mich eingeschlossen, kommt es so vor, als würde die Politik Trial and Error spielen. Wissen Sie, Versuch und Irrtum. Wenn es da nicht geht, dann machen wir es da. Wir reden mit Brüssel über einen Erlass der Mehrwertsteuer. Und wenn die Brüsseler Bürokraten es uns nicht erlauben, das heißt, wir haben unsere Souveränität abgetreten, dann reduzieren wir das eben ein bisschen, finden wir was anderes. Das sind keine vertrauenserweckenden Maßnahmen. Sie haben von dieser Hufeisentheorie gesprochen. Wenn wir jetzt auf den Herbst blicken, einige sprechen von einem heißen Herbst. Glauben Sie, dass diese Wut aufgrund der Energiepreise, der explodierenden Energiepreise noch mal mehr zunehmen wird? Was erwarten wir da? Wissen Sie, es gibt im Moment nichts Blöderes, als, entschuldigen Sie, Prognosen zu machen. Und ich weiß, den Ukraine-Krieg hat keiner vorhergesagt. Wir haben noch im Januar optimistische Vorhersagen gehabt, die Inflation werde nicht über 2-3% gehen. 2 Monate später waren die Damen und Herren von der Zentralbank ganz überrascht. Was denn wirklich? Schon 9%, 8%? Die Lufthansa war ganz überrascht, dass die Menschen im Juli in Ferien fliegen. Also Prognosen in Deutschland gehen schon gar nicht. Aber was geht, ist natürlich, wenn Sie so wollen, eine Form von vorauswirkender Erpressung. Und ich habe ein wunderbares Zitat von Nancy Faeser gefunden vom 19. Januar dieses Jahres, also etwas mehr als ein halbes Jahr her. Sie hat getwittert: Man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. Ich will mich gar nicht an vielen Orten versammeln. Ich will vielleicht an einer Demo teilnehmen. Dafür wurde sie aber auch massiv kritisiert. Sie wurde massiv kritisiert, aber wie üblich, es ist vergeben und vergessen. Und ich finde das andererseits noch einen bezaubernden Vorschlag von Nancy Faeser. Ich habe schon meinen Platz vorbereitet, wissen Sie, mein 20 Jahre altes IKEA-Designer-Sofa. Und da ist schon eine Auswahl von Plakaten. Da steht dann nie wieder 33 drauf oder weg mit der Mehrwertsteuer oder Nancy Faeser, go to Brussels. Und das wird dann meine Form der Demonstration sein, ganz alleine auf meinem Sofa. Ich muss mich nicht mit allen versammeln. Das ist sozusagen... Sie demonstrieren bei uns hier und in Kolumnen. Ich würde uns gerne noch einmal kurz zurück ins Hier und Jetzt holen. Ja. Ist das vielleicht aber auch ein Problem? Sie haben gerade die innere Kündigung angesprochen und die Distanz, die sich da aufbaut. Ja. Ist die Distanz vielleicht auch zu den Geschehnissen in der Ukraine inzwischen einfach gewachsen? Denken wir nicht mehr genug an den 24. Februar zurück? Und deswegen schürt sich auch oder lässt sich vielleicht auch leichter diese Wut bei den Menschen schüren? Ja, ich fürchte, Sie haben leider recht. Das ist so. Ich stelle das auch fest, auch in meinem Bekanntenkreis. Ukraine ist kaum noch ein Thema, was ich schrecklich finde. Weil das Massaker geht ja weiter und die russische Invasion geht weiter. Im Prinzip beschränkt die Debatte jetzt darauf, ob man russische Touristen ins Land lassen sollte oder nicht. Ich finde das sehr bedauerlich und es zeugt auch von einer gewissen Abstumpfung oder von einem Rückgang der Sensibilität. In Köln, wo ich versehentlich groß geworden bin, sagt man immer, man gewöhnt sich an allem, auch an dem Dativ. Und das ist es, was jetzt wir hier erleben, wirklich eine Abstumpfung. Und vielleicht noch ein Wort, woher das kommt oder wohin es führt. Es gibt einen neuen Tatbestand in Deutschland, der kein Tatbestand ist, nämlich die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und das ist etwas, was viele, entschuldigen Sie bitte, einfache Menschen mehr spüren als wissen, dass ihre Rechte eingeschränkt werden. Dass einer auf eine Demo geht, sich schon dadurch verdächtig macht, dass er die Demo besucht. Es sei denn, es ist eine Demo für die Ziele der Regierung. Dafür darf man ungehindert demonstrieren. Und das ist es leider. Es tritt eine Abstumpfung ein. Und ich kann das auch verstehen. Leute haben so viel Mühe, über den Tag zu kommen. Die führen ein ganz anderes Leben als wir. Das ist wirklich von Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit abhängig. Wir können weitgehend machen, was wir wollen. Und deswegen, Sie nicht? Also wenn wir hier nicht pünktlich im Studio sitzen, gibt es keine Sendung. Ja, okay. Aber wir können das morgen mal ausprobieren. Aber Sie können dafür wahrscheinlich länger ausschlafen. Ich habe gestern bis 11 geschlafen. Das war meine Form des Demonstrationsentzuges. Henrik Broder, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihren Besuch bei uns.